Stimmt es, dass die drei Rechtsschulen, die erklären, dass Niqab keine Pflicht ist, auch sagen, dass Niqab in der Zeit der Fitna Pflicht wird? Barakallahu fikum, sagt nachher. Erstmal, dass man sagt, die drei Rechtsschulen sagen das und die anderen nicht. Das ist eine allgemeine Aussage. Eigentlich die meisten Gelehrten der Umma sagen, Niqab ist nicht Pflicht. Das für die Gesichtsbedeckung. Und diese Aussage in der Zeit von Fitna sollte die Frau ihr Gesicht bedecken. Das ist Barakallahu fikum, wenn sie damit nicht anerkannt wird und alle Frauen machen das. Aber wenn die heute das macht, und alle Frauen machen das nicht, dann macht sie sich zu einem Fitna. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Deshalb muss man aufpassen. Und diese Aussagen, die sind keine Beweise, die sind Meinungen von den Gelehrten. Wallahu ta'ala ala wa a'lam.